Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20. Wir stehen vor Palan und ich will jetzt gerade mal kurz mal schauen, denn das habe ich nämlich voll verpeilt. Wir haben einen Lichtzauber. Das wurde nämlich gerade mal letztens geschrieben, ja, dass ich zwar keine Fackel habe, das stimmt, aber ich habe eine Lichtzauberrune und bin ja auch Kreis 2. Ja, also wir haben ja wie gesagt ein bisschen was von allem. Und mir wurde wieder wärmstens empfohlen, jetzt mal den nächsten Einhandkampf zu trainieren. Das habe ich auch, wie gesagt, vor. Wir reden jetzt mal mit Palan und danach gehen wir zum Jan. Und ja, die anderen beiden Quests stehen noch offen. Hey, du. Mario schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Hilfe? Wofür? Es geht um das Amulett des Grafen. Die Magier haben den Verdacht, dass es verflucht worden ist. Wir haben herausgefunden, dass sich ein Unbekannter während der Erneuerung beim Schmied des Amuletts bemächtigt haben könnte. Nun müssen wir wissen, wer dieser Unbekannte war und was er getan hat. Leider haben wir nur eine sehr vage Beschreibung. Das klingt alles sehr abenteuerlich. Ich werde euch helfen. Wirf einen Blick in den Stein der Weisheit. Ich bin sicher, dadurch werden sich mehr Klarheiten ergeben. Die magische Kugel, natürlich, Balan. Die wird's jetzt reißen. Interessantes Ding aber. Ich sehe einen Stein, einen Kreis und eine Karte. Okay. Ich habe jetzt mal nichts gesehen, aber von mir aus. Der Stein gibt mir hier ein Stein, ein Kreis und eine Karte. Okay. Es gibt Steinkreise. Und was konntest du sehen? Ein Stein, ein Kreis und eine Karte. Wirklich? Das ist ein großartiger Hinweis. Aha, ja. Großartiger Hinweis. Willst du mich verarschen? Ich verstehe überhaupt nichts von dieser Scheiße. Ruhig Blut, junger Freund. Geh in dich und überlege, was diese Hinweise bedeuten könnten. Bist du dazu nicht in der Lage? Sollte zumindest Marius mit genug Weitsicht gesegnet sein, um dir die Antwort zu geben. Zu dem werden wir so oder so jetzt gehen. Denn, weil, ja, nee, weil wir sowieso bei Jan vorbeischauen wollen. Und die Sache ist, wir geben dem dann wahrscheinlich unsere Teleportrune zur Stadt. Ich meine, es wäre zwar auch nicht schlecht, sie zu behalten, ein bisschen Laufwege zu sparen, aber Valendo ist jetzt gar nicht so groß, weswegen man da eigentlich schon mal sagen kann, komm, der Laufweg, das ist jetzt höchstens mal eine Minute oder so, man findet immer wieder Kräuter. Auch beim 100. Mal noch, wenn man vorbeiläuft. Deswegen, das ist jetzt kein Weltuntergang. Falls es übrigens noch irgendwo versteckte Höhlen geben sollte, ne, dann könnte er mich natürlich darauf auch hinweisen. Vielleicht kann diese Rune helfen. Ist das eine von diesen Teleportrunen? So ist es. Nee, das Feuerregen. Das könnte womöglich funktionieren. Weißt du was? Ich werde es einfach mal probieren. Wir sehen uns dann gleich in der Stadt. Ich meine, wenn nicht, kriegen wir die Rune vielleicht auch von ihm zurück. Der will ja nur einmal in die Stadt. Ob er dann irgendwie vielleicht auch rauskommt, weiß ich nicht. Je nachdem, wie intellektuell die Wachen sind und das oder wie gut die sich Gesichter merken können. Das weiß ich ja nicht. Normalerweise sind es aber immer Trottel. Deswegen. Wo wird denn der eigentlich dann? Ich überlege gerade, wo wurde man denn? Er wurde doch hier hinten hingedingst. Nee, wo war denn das? Ich überlege gerade, wo man hin teleportiert wird. Irgendwo hier? Eigentlich relativ am Eingang. Oder nicht? Ist er in der Kneipe? Nee, das ist nur Knut. Wo ist Jan? Da ist er nicht. Aber da bin ich noch nicht erwartet. So. Da ist nur der Schmied. Hey. Ich würde den Depp jetzt eigentlich wieder gerne mal finden. Marktplatz würde er doch nicht sein, oder?
Tatsache. Da bist du ja. Hier hast du deine Rune zurück. Ich danke dir für deine Hilfe. Wenn ich dir in Zukunft auch irgendwie helfen kann, komm einfach zu mir. Ich werde sicher noch einige Zeit hier auf der Insel bleiben. Alles klar. Du kannst uns zwar nicht helfen, weil du nutzlos bist, aber die Quest ist erledigt. Wir haben 50 Gold bekommen, unsere Rune zurück. Komm mal lassen. So. Und jetzt ab zu Marius. Und mit dem auch weiter schwatzen. Und die wollen immer noch nicht mit einem reden, ne? Lass mich in Ruhe. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich habe das Gefühl, die werden auch noch wichtig irgendwann. Kann ja nicht sein, dass man mit denen hier allen nicht reden kann. Ne, mach mal kurz Pause, Kollege. Ich war bei Palan und konnte einen Blick in den Stein der Weisheit werfen. Und? Was konntest du sehen? Der Stein gab mir einige Hinweise. Einen Stein, einen Kreis und eine Karte. Doch kann ich damit nicht viel anfangen. Lass mich kurz nachdenken. Was war denn das? Ach, der denkt nach. Ah, natürlich. Denkprozess. Das ist es. Ein Stein, ein Kreis, ein Steinkreis. Ja, das Rätsels Lösung befindet super Einstein. Sich in einem Steinkreis. Es gibt insgesamt drei auf dieser Insel. Links und rechts des Weges zum Bauernhof befindet sich jeweils einer. Einen weiteren findest du in der Nähe des Aufgangs zur Festung. Ich bin sicher, dass das Rätsels Lösung dort zu finden ist. Auch wenn ich mir der Bedeutung der Karte nicht ganz klar bin. Ja, danke, das hätte ich auch hingekriegt. Wow. Was ein Genie. So, noch kurz mal überlegen, kann man zu dem Ergebnis, dass er ja Steinkreise. Zum Aufgang der Festung war auch einer. Warum erinnere ich mich an den nicht mehr? Ich würde ja auch immer noch gerne wissen, wo sich der Schlüssel für die für das Grab von den Nibelungien oder wie sie heißen, wo sich das befindet. Also der Schlüssel, wo sich der befindet, so rum. Weil ich das Grab knacken will. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich ist es der bei der Festung, der Steinkreis. Könnte ich mir vorstellen, aber wir können auch einfach mal erstmal hier in Dickicht gehen. Der Hoffnung, dass da irgendwelche Gegner gespawnt sind am Steinkreis. Oder dass man vielleicht irgendwo drücken kann. Natürlich ist der direkt ein Typ. Beim ersten, wo ich hinlaufe. Beim allerersten. Ich will selber gucken, ob beim anderen auch einer steht. Einfach nur rein aus Interesse. So, steht hier auch einer rum? Nee, seltsamerweise nicht. Also war das direkt ein Glückstreffer, könnte man so sagen. Da steht ein Typ am Steinkreis. Aber wieso Karte? Kato! Boah, ist das dumm. Der heißt Kato. Also, kann sein, dass das miteinander zusammenhängt. Aber so sieht er eine Karte. Ich frage mich, wenn er in diesen Stein der Weisheit schaut, sieht er nur die Buchstaben oder halt die, ne? Oder sieht der die Gegenstände? Was ein Typ. Was willst du hier? Nicht zu töten? Was? Nein. Oh, du willst mich töten. Ich sehe es in deinen Augen. Aber das willst du nicht, denn ich werde dich zuerst töten. Hör zu, ich will dich nicht töten, ich. Oh, du bist ein Narr, ein kleiner Narr, ein flieger kleiner Narr. Es wird mir eine Freude sein, dir dein kleines Hälschen umzudrehen. Ich glaube, der hat einen minimalen Dachschaden. Der greift uns einfach an. Der Typ ist mittelstark. Oder also, ich würde sagen, vergleichsweise sogar recht stark.
den immerhin, der uns schon einiges eingeteilt, also ne, hat er schon ein bisschen ausgeteilt. So rum. Dass wir die bessere Rüstung schon haben. Stufe aufgestiegen, jawohl. Instruktion des Richters. Oha, oha, jetzt wird's interessant. Mal abgesehen, was es mit diesem Liedtext noch auf sich hat. Nun ist die Zeit gekommen, Kato. Ich habe bereits alle Vorbereitungen getroffen, dass du den Platz Alrichs einnehmen kannst. Erfülle du nun deine Aufgabe und alles läuft weiter nach Plan. Konstantin. Also der Richter heißt Konstantin. So, scheinbar ist der Richter Teil der Verschwörung. Sollte den Brief auf jeden Fall Marius zeigen. Das haben wir jetzt auch vor. Ich, nebenbei überlege ich halt noch, wie wir für die Nebenquests, wie die noch zu lösen sind. Beziehungsweise ich glaube, das mit ich sagte, ich soll das geben, aber nur Bescheid geben. Das haben wir schon gemacht, ne? Ich überlege gerade noch, ob wir die noch irgendwie noch schnell lösen können. Und da beim alte Mann und das Meer, aber habe ich auch keine Ahnung, wer da in Frage kommen würde. Weiß ich einfach nicht. Also ein bisschen Sumpfkraut sammeln. Überlegt jetzt irgendwen im Hafen, der unbedingt ein eher abgeschottetes Leben führen will. Keine Ahnung. Fällt mir gerade nichts ein. Ich schlafe erst mal um 12, weil ich zu faul bin und zu gierig, ehrlich gesagt, Tränke zu benutzen. Aber wenn man sparen kann, dann spart man auch, ne? So. Hey. Sag mal, Jorgen, willst du deine Frau verlassen und zusammen mit einem Typ auf einer Leuchtturminsel leben? Nein? Okay, gut oder nicht. Dann gehen wir zu Marius. Und gehen etwas in der Hauptquest voran. Halt! Ich habe noch eine andere Idee, bevor wir das tun. Wir haben nämlich über 20 Lernpunkte, also erstmal ein bisschen was in Einhand investiert. Wie gesagt, haben mir mehrere Leute empfohlen von euch, dass ich jetzt, einer hat es relativ präzise ausgedrückt, hat gesagt, mach mal Einhand bis 45, dann soll ich mir die Erzschlachtklinge schmieden. Und andere meinten einfach nur, geh mal auf Einhand. Genau das werden wir jetzt auch tun, bevor wir mit Marius sprechen. Schauen wir mal, wie viel wir da rein investieren können. Aber Innos sah, was geschehen. Ich mach mal bis 45. So, da ist der Bau. Und hier geht's hoch zum Voltan. Der ist ja mehr oder weniger unser Lehrer. Und da sitzt er, hat er keinen Bock mehr zu trainieren. Ach ja, ich habe ihm ja die Waffe geklaut. So, Einhandkampf. Das kostet ja schon doppelt! Oh. Mein armes Herz. Halt! Haben wir irgendwas, was uns... Nee, ne? Wir haben, glaube ich, von Grund auf 30, ja. Wir hatten schon die ganze Zeit 30. Scheiße. Aua, das tut weh. Jetzt haben wir 40%. Schon mal besser als gar nichts. Jetzt haben wir aber auch nicht mehr 5 Stärke. Das ist jetzt so blöd. Ich hätte so gern... Ich könnte natürlich jetzt ganz aufs Ganze gehen. Den Ring der Lebendigkeit abnehmen. Den Ring der Kraft nehmen und dann noch 2 Lernpunkte in Stärke investieren. Da hätten wir nämlich das neue Schwert. Oder ich benutze einfach ein bisschen was von der ganzen Fleischsuppe, die wir hier haben. Aber das will ich irgendwie noch nicht tun. Ich weiß nicht warum. Ich will es noch nicht tun. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir so noch einigermaßen groß was bekommen können an Stärke. Nichtsdestotrotz, erstmal abspeichern. So, und jetzt gehen wir mal zu Marius. Wie gesagt, das mit der Stärke, keine Ahnung, wie wir da noch
ob wir da noch groß was rein investieren können oder ob wir jetzt eher auf Einhandkampf gehen sollen und Co. Seiner Weisheit tat. Du hattest recht. Ich bin bei einem Steinkreis fündig geworden. Was konntest du herausfinden? Ich bin auf einen Mann namens Kato gestoßen. Viele Fragen konnte ich ihm allerdings nicht stellen. Er griff mich mehr oder weniger sofort an. Ich gehe aber davon aus, dass er derjenige ist, den Wilhelm beschrieben hat. Außerdem trug er diesen Zettel hier bei sich. Scheinbar ist Richter Konstantin Teil der Verschwörung. Das könnte auch die Erklärung sein, warum Calrissian wahrscheinlich festgestellt wurde. Das können wir nicht dulden. Geh zu ihm und stell ihn vor vollendete Tatsachen. Was ist mit seiner Leibwache? Um den wirst du dich irgendwie kümmern müssen. Lass dir was einfallen. Sorge dafür, dass er nicht in seiner Nähe ist. Andernfalls hättest du ein echtes Problem, wenn Konstantin nach ihm ruft. Der Typ ist stark wie ein Bär. Eine offene Konfrontation mit ihm würdest du wohl nicht überleben. Zumal du die ganze Stadtwache gegen dich hättest. List und Klugheit sind das Gebot der Stunde. Ja, super. Okay. Aha. Puppenrücht Marius. Scheinbar ist auch der Richter Teil der Verschwörung. Das war mir von vornherein klar. Ich soll nun seine Leibwache ablenken und ihn dann auch ablenken. Okay. Also den da, oder was? Halt, keinen Schritt weiter. Beruhige dich, ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. So, was denn? Wenn man da treibt zum Ziegen. Die Frau vom Richter wird gerade angebaggert. Was? Keine Ahnung, sieh doch selbst nach. Das werde ich, derjenige kann sich auf was gefasst machen. Jetzt ist der Richter aber gar nicht da wahrscheinlich am Ende. Natürlich jetzt dämlich. Wo ist denn der Scheißrichter? Ah, da ist er doch. Hey, du. Da bin ich wieder, du mieses Schwein. Was hast du mir verloren? Warum sitzt du nicht mehr im Knast? Ich habe dich doch verurteilt. Ich hatte den Kerker satt und wollte deinen schwabbeligen Arsch wiedersehen. Du mieser Bastard, du hast wohl keine Ahnung, wozu ich in der Lage bin. Wache! Wache zu mir! Was? Was ist los? Wo ist meine Leibwache? Sagen wir mal so, er kümmert sich um deine Frau. Vermutlich genauso, wie ich mich um sie gekümmert habe. Was willst du von mir? Kommt dir dieser Zettel hier bekannt vor? Nein, ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Das schwöre ich. Wer soll ihn sonst geschrieben haben? Was weiß denn ich? Vielleicht irgendjemand, der mich schaden will. Schau dich doch um. Die ganze Stadt ist voller Verräter. Ich war das nicht. Verarsch mich nicht. Ich weiß ganz genau, dass du ihn geschrieben und unterzeichnet hast. Ich hab das alles nicht gewollt. Ich wollte nicht, dass das so weit kommt. Ich wurde dazu gezwungen. Das musst du mir glauben. Ich glaube dir kein Wort. Aber ich sage doch nur die Wahrheit. Beweise es. Das kann ich nicht. Aber ich kann dir Gold geben. Viel Gold. Was sagst du dazu? Wir alle lieben doch Gold, oder nicht? Auf dein dreckiges Gold kann ich verzichten. Nun, sei nicht so töricht. Hier, nimm. Warum hast du diesen Brief geschrieben? Aber ich dachte, du... Spuck schon aus, oder ich werde dich hier und jetzt töten. Aber... gut, ich bin sowieso schon tot.
Ich wurde von einem mächtigen Magier zu all diesen Schandtaten gezwungen. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Angst ich hatte. Diese Aura, so mächtig und so furchteinflößend. Konntest du erkennen, wer es war? Nein, ein magischer Schatten lag über seinem Gesicht. Was wollte er genau von dir? Er bot mir an, dass er mir helfen würde, der mächtigste Mann der Stadt zu werden. Im Gegenzug sollte ich das tun, was er mir befehlen würde. Und er würde mich am Leben lassen. Er wollte, dass ich mich um alle seine Widersacher kümmere und sie aus dem Weg räume. So zwang er mich auch, dich ins Gefängnis werfen zu lassen. Ich habe das alles nicht gewollt. Das musst du mir glauben. Wo ist dieser Magier jetzt? Niemand weiß das. Er ist nirgendwo und doch überall. Wenn du die Kraft dazu hast, verschwinde aus Salendor. Ich habe mein Todesurteil bereits unterschrieben. Begehe nicht den gleichen Fehler. Okay, das ist nur zu sagen, oder was? Okay, also scheint ja relativ die Kacke am Dampfen zu sein hier. Und ja, der hat uns jetzt gesagt, der wäre dazu gezwungen worden. Und das werden wir natürlich in der nächsten Folge alles Marius berichten. Ja, und dann schauen wir auch mal, wie es weitergeht. Ich bin mal gespannt. Also wir haben jetzt auch noch kein neues Kapitel erreicht. Wahrscheinlich wird das geschehen, sobald die Quest hier rum ist. Also die Hauptquest. Was mit den anderen beiden Quests noch auf sich hat, wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich noch irgendwie im Laufe der Zeit ergeben. Ja. Und da unten ist er schon am brabbelnde Marius und genau zu dem werden wir in der nächsten Folge gehen und schauen, wie es weitergeht. In dem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.